Hallihallo, meine Lieben. Und da sind wir wieder mit Cities Skylines 2. Los geht's. Also weiter geht's. Wir haben ja gesagt, wir schauen, dass wir jetzt auch an die anderen, dass ich es rauskrieg, Industriespezialisierungen rankommen. Aber zuerst, ich habe nämlich gesehen, wir haben keinen Strom mehr. Das heißt nämlich, dass der Strom importiert wird, glaube ich. Und das ist schlecht, weil das kostet mich Geld. Wir sind aber im Plus, das heißt, wir wären noch weiter im Plus eigentlich. Das heißt, wir werden das jetzt zuerst einmal angehen hier. Würde ich noch gern wissen. Verstehe halt nicht ganz. Ah, da wird's gehen. Was kostet mich das? Ah, ich glaube, das. Das funktioniert oder wie? So, 2,8 Kilowatt. Darf's man halt jetzt hier nicht? Also, ja, überlaufen. Da habe ich ein bisschen Angst davor. Wie viel macht das? Kann das stimmen? Habe halt Angst, dass es da überläuft irgendwann. Wisst ihr, was ich meine? Bis jetzt schaut es noch gut aus. Ich traue dem Ganzen noch nicht so, muss ich sagen. Ich lasse nochmal kurz schneller laufen. Ah, da hinten schwappt schon rüber, schau. Das meine ich. Aber da hinten schwappt es halt drüber. Also machen wir es da hinten einfach zu.
Ah, das war halt. Ja, es geht. Kann ich leider noch nicht machen, das ist halt. Liegt doch zu tief da. Das ist mühsam. Was macht man da? Der Traktor. Ah, der Strom wäre schon gut gewesen. Aber wir machen das jetzt anders. Kohle. Wir haben ja Punkte bekommen. Gehen wir aufs Kernkraftwerk. Consider installing a low flush toilet. Cut back on watering the lawn and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. This is Second Moon with J. Thomas Hornbuckle. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few moments to elaborate on the formal structure of for our newer, less able listeners. First, we will be dancing through the Al Dente section before entering the Sor Largo movement. Dass wir da mal weiterkommen. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. Wie sagen? Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Machen das mal weg. Klinik lassen wir aber. Oder? Na. Komm jetzt aus. Gesundheit. Krematorium, das passt gut. Sehr gut. Das passt ja mal. Dann Feuerwehr. Was ist da ja gerade? Macht aber nichts. Sehr schön.
Wie lange ist denn hier eigentlich Winter? Das gibt's gar nicht. Das gibt's nicht. Wo müssen wir das hinbauen? Benötigt Ressource Grundwasser. Warte schon. Oder so unnötig Teile. Stopp. Strom. Das ist riesig. Fließen. Erhöht die Stromleistung ergänzt einmal wirklich. Mega, jetzt geht's nach oben. Sehr schön. Oben. Na, unterirdisch. Megawatt. Schau mal aus. Alles gut. Also für das ist das mal gar nicht so gut, ne? Ich glaube, ich werde es wieder verkaufen. Gehen auf das. Taugt nicht. Naja, wir haben es probiert. Aber das ist mir dann doch zu schlecht. Wir gehen aufs Kernkraftwerk. 5 Millionen! Wir gehen nicht aufs Kernkraftwerk. Gas. Stromproduktion. Das. Was ist denn er? Gottes Willen. Riesig geraten, ha?
250. Machen wir mal das. Oh! Die Kacke ist am Dampfen. Was ist denn das Wort? Das? Abwasser. Bereitet Abwasser auf und reinigt es von Schadstoffen. Machen wir gleich mal da. Erhöht die Abwasserreinigungsrate. Stellt der Anlage erhöhte Verarbeitungskapazität. Produziert mehr Strom, verbraucht aber auch mehr Brennstoff. Wie schauen wir jetzt aus mit dem Strom? Fette Minus gerade. Nutzung 30%. Ja, warte, wir müssen das auch mal verbinden. Prozent, 98 Megawatt. Effizienz 28%. Gut. Ja, okay, Strom ist wieder gut. Strom ist in Ordnung. Wie produziert das? Weg.
Warum haben wir gerade Strom angepasst? Das muss ich mal anschauen da. So. Umspannwerk. Aber das sehe ich nicht. Okay, jetzt geht's wieder. Anscheinend die Sprung oder so. Pass. Brauchen dringend Industrie, meine Lieben. Darum werden wir sich jetzt kümmern. Snappen bitte. Mach das bitte aus, danke. Industrie. Einmal hier, 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 hier. Ja, denk mir. Dann können wir ja. Geht. Aber gerne Stein.
Haben wir zweimal Engel. Machen wir Stein hierher. Würde ich sagen. Das meine ich, schätze wieder was. Warum macht ihr das? Habt ihr das auch, wenn ihr das spielt? Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das. Ich verstehe es nicht. Manchmal dann zeigt es an, dann. Was wir jetzt. Stein auch nicht mehr importieren müssen. Ja, cool. So, cool. Cool aus. Mir gefällt das. Was ist das denn? Boah, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Dann machen wir gleich noch eins. Wir sind bald wieder im Plus. Sehr schön.
Na komm, ist nicht an, ja. Das nicht. Das war mal ein bisschen. Genau, dass man das erwischt, aber. Ich das gern. Was ist das so? Kann ich das dann nicht runtersetzen? Das macht nichts. So. Ja, sehr schön. Dann machen wir da noch eins hin. Eine kleine. A driving advisory has been issued for the immediate area ja. Due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass, and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical tour of Italia, land of art and culture. Que bon, as they say. And an aria inspired by the infamous Vivaldi. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched. Traffic should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Ah, that's more cool. So. Das schaut doch geil aus. Kann mir jemand sagen, was er will, aber das schaut doch cool aus. Jetzt haben wir massig an Steinproduktion. Achso, ich hätte Platz lassen sollen, ja. Ja. Ja, das kann man immer noch wegmachen, das ist jetzt nicht so schlimm. Schaut's mit den Zügen eigentlich aus?
Füße mit unserer Produktion. Stein, Fett im Plus. Holz im Plus, Getreide im Plus. Die Händeln nicht ganz. Kommt noch das Öl zusammen. Mal kurz einmal weg. So, da gerade runter. Auch nicht gerade runter. Eine Kurve und ein Moment da. Kurz weg. Ups, alles gefragt jetzt gerade. Stop. Kurve. So. Jetzt muss ich nicht eine Raster reinmachen. Glaube ich. Keine Raster mehr. Na komm. Ja. Auch. So. Nicht zu viel frei bleibt. Ist das Schmoren? Das auch. Thank you.
So. Industrie. Ich glaube, es schaut schlecht aus mit unserem Krematorium. Pass. Arzt ist auch gut. Was haben wir da? Müll! Müll! Stopp! Gott, warum Punkte? Müll! Kann ich da machen? Stopp! Oh oh, wir haben ein Müllproblem. Ja. Eindeutig. Das Einzige, was ich machen kann, ist schnell. Es kann dann eh wieder weg. Ich muss jetzt dabei kurz da aufschütten.
driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. You're tuned in to Second Moon, the channel where the classics never grow old. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Was ich da aufführe, das glaubt ja niemand. Ich verstehe auch nicht. Was jetzt? Ich kann es so machen. Das, was ich da aufgeführt habe, bist du wahnsinnig. Ist das? Na gut, Leute, ich melde mich, wenn ich das Problem behoben habe, weil das. Bis gleich. So, meine Lieben. Ich bin wieder zurück. Ich hab's geschafft. Ich hab das jetzt da umgebaut. Ich hab das da weggemacht. Sah da viel besser aus. Und ich hab's jetzt daher gebaut. Das ist nur vorübergehend, weil da kommt ja dann nachher die Müllverbrennungsanlage hin, sobald wir die Punkte haben. Was ich noch gemacht habe, ist, ich habe die Kacheln gebaut, weil wir werden, ich zeig's euch kurz, wir werden hier eine Skyline quasi machen mit hoher Dichte
und mit einer riesen fetten Brücke darüber. Das stelle ich mir ziemlich cool vor. Dann kommt da ein Bahnhof her. Da auch, und dann wird es mit dem Zug verbunden sein. Das ist ziemlich cool. Also das stelle ich mir cool vor. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, einen schönen Abend noch. Genießt den nächsten Morgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.